Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst euch von der neuen Skadi nicht täuschen. Sie hat zwar zwei riesen Betonkers, aber was sie kann, ist nicht genug dafür, eure Gems auszugeben. Also, in diesem Video will ich euch sagen, ob ihr sammeln sollt oder nicht. Ich muss euch auch von vornherein sagen, wir können es ja ein bisschen verkürzen. Das Video soll natürlich nicht nur 30 Sekunden gehen, 40 Sekunden gehen. Aber overall ist sie eine mittelmäßige Unit für Rathatos, die man nicht unbedingt braucht. Und was ich damit sagen will, ist einfach, wenn euer Rathatos-Team noch aus diesen Units hier besteht, warte, ich gehe kurz drauf. Wenn euer Rathatos-Team aus diesen Units besteht, wie bei mir, dann könnt ihr es sowieso lassen. Ich habe zum Beispiel dieses Team hier, ich habe ja leider noch kein Video rausgebracht, das tut mir leid, aber ich schaffe leider den zweiten Floor noch nicht, habe den aber auch nicht aufprobiert tatsächlich. Aber wenn euer Rathatos-Team so noch aussieht oder ihr MK2-Valentier habt oder so, dann braucht ihr garantiert Skadi nicht. Sie ist richtig mittelmäßig, vielleicht sobald ein Cardset rauskommt für Rathatos, dann könnte sie gut sein. Aber jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt, wo der Banner draußen ist, macht es keinen Sinn bei ihr zusammen, weil es viel bessere Alternativen gibt. Dieses Team, das Anfängerteam, das sollte fast jeder haben. Und dann natürlich das andere Team mit MK2 Valenti, was ein bisschen besser ist als dieses Team hier. Wenn ihr es vor allem mit MK2 Valenti schon habt, dann braucht es gar nicht. Also hier müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wenn ihr jetzt denkt, okay, da habe ich ja für Rathatos schon ausgesorgt, ich brauche es für Rathatos nicht. Brauche ich sie denn irgendwo anders? Nein. Sie ist komplett Trash. Sie ist wirklich komplett Trash. Sie funktioniert, glaube ich, aber auch im PvP. Genau. Sie funktioniert auch im PvP. Aber sonst, lest es euch durch. Ich bin schon drauf eingegangen, ein Video. Es hat sich gut angehört, aber nicht allzu stark. Ich hätte gedacht, sie wäre besser. Weil wie es in der Perso steht und wie sie wirklich aufwirkt im Game, ist ganz anders. Design her, Skadi, wow, also verliebt, sage ich euch ganz ehrlich. Aber sie ist wirklich mittelmäßig und beim Mittelmäßigen wollen wir nicht Sam. Jetzt sagen wir mal so, normalerweise Sam man ja einfach so, wenn man sagt, ey, auch wenn sie mittelmäßig ist, sie kann mir eine Hilfe sein. Wenn ich jetzt 10% spielen kann und sie mit ihr 11% in Rathatos macht, dann kann man ja reinsammeln, wenn sie sich ein bisschen verbessert. Vor allem, wenn ich gesagt habe, dass ja vielleicht ein Cardset rauskommt. Problem hierbei ist, warum ihr auf jeden Fall diesen Banner skippen solltet. Deswegen ist er ja auch so ein easy Skip. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ist nämlich, dass in ungefähr 2 oder 4 Wochen, sagen wir mal einen Monat, ungefähr einen Monat, ist es Anniversary. Das fünfte Anniversary, fifth Anniversary. Ja, es ist wieder soweit. Fifth Anniversary. Das ist crazy, das ist so auszusprechen, weil wir hatten ja erst Transcendent Bann beim Fourth Anniversary. Und jetzt bekommen wir schon das Fifth Anniversary. Wie die Zeit verfliegt, ist halt schon sehr, sehr crazy. Ist halt schon sehr, sehr crazy. Und da wir ja das bald bekommen, müsst ihr halt abwiegen, ey, sammle ich jetzt bei, vor allem wenn ihr beim Collab gesammelt habt, sammle ich jetzt bei Skadi, bei einer blauen Skadi, die mittelmäßig ist und ich sie nicht brauche eigentlich, oder sammle ich bei dem Fifth Anniversary, wo eine Broke-Unit dabei sein könnte. Sie muss ja nicht komplett crazy broken sein, aber sie wird wahrscheinlich broken sein, also das können wir schon mal festhalten. Und in dem Banner von der Fifth Anniversary, der Banner halt auch crazy sein wird. Was würde man ja wählen? Natürlich, ganz klare Sache, den Fifth Anniversary Banner. Deswegen, auf gar keinen Fall hier reinsam, auf gar keinen Fall. Es macht wirklich null Sinn. Es macht wirklich null Sinn. Natürlich gab es auch ein paar Anniversary Units, die wirklich nicht broken waren zum Release. Also man muss auch dazu sagen tatsächlich, dass Game of the Seven Sins, genau da sind sie, das Bann an seinem Release, wirklich am Release-Tag, nicht crazy war, weil er noch kein gutes Team hatte sozusagen, aber so 1, 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht einen Monat sogar später, vor allem nachdem er auch gebufft wurde, weil er wurde rausgebracht und dann wurde er gebufft, weil dieser Debuff ging ja nur ein Turn, der ging ja wirklich nur nicht mal ein Turn, der ging nur und dann ist er direkt wieder weggegangen, wenn du nicht eingesetzt hast mit dieser Karte hier. Deswegen, dann wurde er ja gebufft, dass es doch noch geht. Und irgendwas in der Passive wurde, glaube ich, leicht verändert, dass er auch mit, genau,
Es ging ja nur mit Samuel Sins, glaube ich. Und jetzt geht es ja mit Feen und Menschen noch. Und es ist halt sehr, sehr geil, weil dadurch, dass er dann mit Menschen funktioniert hat, spielt man ihn als hauptsächlichen HP-Buffer bei Humans. Mit Chaos Orb. Vor allem Chaos Orb für große HP, eher große HP, dann noch Ultimate S genommen, LS genommen. Und er ist schon eine sehr, sehr starke Unit geworden. Und man spielt ihn derzeit nach einem Jahr noch in der Meta. Er ist Meta in dem Hume-Team. Wobei es auch guten Ersatz gibt. Gar keine Frage. Naofumi ist ein guter Ersatz für Dinger, für Transcendental Ban. Und ich glaube, wie hieß sie nochmal? Sahayuri oder wie auch immer die hieß, diese Frau von dem Tower of God Club, die könnte man auch anstatt Ban benutzen tatsächlich. Dann die nächste Anniversary Unit, die wir bekommen haben. Ich gehe mal jetzt. War das eine Anniversary Unit? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht er, der war natürlich broken, aber darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Die ersten paar Anniversary Units. Nämlich hatten wir ja noch eine Liz als Anniversary, zwei Lizes, genau. Sie, aber über sie brauchen wir auch nicht sprechen. Sie war jetzt eine Anniversary Unit, die wirklich vom Release an bis wirklich jetzt nicht broken war, wirklich schlecht war tatsächlich. Also, sie war wirklich useless. Sie ist aber auch wirklich eine der einzigsten, wenn nicht sogar die einzigste Anniversary Unit, die wirklich schlecht war vom Release-Punkt an. Wobei man das nicht genau sagen kann. Am Release-Zeitpunkt, ein Tag lang, 2 Tage lang, wo man sie noch nicht wusste, wie man sie richtig countet oder sowas, war sie noch gut. Aber danach, wenn ihr euch erinnern könnt, war sie komplett trash. Mit jedem Team konnte ihr sie ausradieren und sie war wirklich useless. Ich hoffe und bete einfach mal, dass wir beim 5th Anniversary wirklich nicht nochmal eine Goddess bekommen, weil wir hatten ja das beim Novemberfest, dann haben wir ja sie beim Anniversary bekommen, haben wir sie beim Anniversary bekommen. Ja, ich hoffe einfach nicht mal ein Deme, vielleicht irgendwas anderes, wobei 5th Anniversary könnte auch anderen Deme oder sowas sein, keine Ahnung. Es wird sehr lustig, vielleicht was crazy wäre, was ich bezweifle, vielleicht was sie machen, entweder eine von der Apocalypse Unit, vielleicht Percival Festival. Kann nicht Percival, Tristan Festival oder Percival kann natürlich auch sein, ganz klare Sache. Oder einfach wieder ein Meliodas, was ich sehr bezweifle, weil zu Anniversaries bringen die keinen Meliodas normalerweise raus. Ich denke tatsächlich, ich tippe entweder auf ein Fortnite of Apocalypse Unit, auf eine Catastrophe Festival, die aus meinem Profilbild. Das wäre natürlich crazy, wenn sie nehmen. Viele werden es nicht, wird es nicht gefallen. Mir wird es natürlich gefallen, ganz klare Sache. Oder eine Anno Festival. Ja, es kann alles sein, ich habe keine Ahnung, aber was auf jeden Fall nicht sein kann, ist, dass ihr bei Skadi reinsammt. Das geht auf jeden Fall gar nicht fit. Deswegen hört auf meine Worte, macht da gar nichts, macht keine Faxen. Ihr kennt mich, ich sammle tatsächlich bei jedem Banner mindestens einmal 30 Gems rein. Jetzt nicht, weil vor allem der Banner, der ist Trash. Hab ich, 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 hab ich. Alle aus dem Banner habe ich, aus Skadi natürlich. Okay, der Dinger Garland, den man jetzt zu Ella machen kann ab heute, ist natürlich cool, aber zu dem kommt ein separates Video. Ihr hört schon meine Tonlage, ich bin jetzt auch nicht begeistert von ihm, crazy, was man von ihm gesehen hat, aber das muss man natürlich selber immer ausprobieren. Wenn ihr natürlich wissen wollt, ob ihr den Garland machen sollt, dann schaltet morgen auf jeden Fall ein. Morgen kommt garantiert ein Video zu dem neuen Ella Garland. Abschließend kann ich noch sagen, zwei riesen Bedonkers, muss man einfach sagen. Sieht crazy aus, designmäßig, ist halt einfach eine Mami, aber. Lohnt sich null, lohnt sich null. Also macht bitte keinen Fehler. Wartet auf 5th Anniversary. Das war's.